Da habe ich gerade den Meteorit zerschlagen mit meiner Bronze-Pickaxe. Jetzt mal schauen, wo wir hierher kommen. Ich habe leider vergessen, Aufnahme zu drücken. Aber da oben ist eigentlich schon nichts. Wir sind auf der Map hier außen. Aber da zeigt es mir noch nichts an. Wir haben Golderz bekommen. 10 Golderz. Schwanz. Inventory voll. Inventory voll. Inventory voll. Schnecke. Ich weiß nicht, was das ist, Spitzschnecke. Uff, heute habe ich einen stressigen Tag. Ich könnte jetzt wirklich ein kühles Getränk vertragen. Ich danke Ihnen, Sie sind sehr großzügig. Ich
habe mir überlegt, selbst etwas für meine Vorräte in der Bibliothek zu backen. Das selbstverständlich für die Kinder, anstatt sie in seinen Laden zu kaufen. Aber bei dieser Hitze, ich glaube nicht, dass es das Geld wert ist, das ich spare. Habe ich recht? Ja, ich hoffe, das war nicht zu viel Mühe. Ich nehme es an. Vielen Dank. Wild Seeds. Gestreifte Gartenraupen. Rosen sät am Essenz. Ins Bett gehen, jawohl. Sommer, Samstag, der 16. Sonnenblume oder so. Wo ist das Laboratorium? Wuff.
Das ist, tut mir leid, aber das werde ich wieder loswerden müssen. Pollenallergie. Das Risiko kann ich nicht eingehen. Okay, sorry. Sorry. Nein, oh Gott, ja. Wenn du sparen möchtest, kannst du den Seetang zu Hause selbst extrahieren. Du musst nur einen Extraktor herstellen. Wenn ich etwas Freizeit habe und davon habe ich nicht viel, stricke ich gerne. Das ist überraschend entspannend. Oh, vieles. Haben Mützen, Wollschals, Kleidung für meine Puppen und noch viel mehr. Die Jahreszeit von Salz und Schweiß steht uns bevor. Ich bin für jede einzelne Jahreszeit auf Coral Island äußerst dankbar. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, rund um den See Bananen anzupflanzen. Die wilden Tiere können auch davon profitieren. Ich will nächstes Wochenende angeln gehen. Hüte dich am Anfang von Quallen. Ich bin gerne draußen bei den Käfern. Ja, danke. Suki. Du dachtest, ich würde das mit. Haha, nein, nur ein Chat, das ist perfekt. Was habe ich noch auf meiner Aufgabenliste? Oh ja, stimmt. Ich muss Valentin das Mittagessen für morgen zubereiten. Du solltest dir eine Pause von der Landwirtschaft gönnen und ein Wochenende lang oder so hier bleiben.
kannst dich entspannen und auf deinem Zimmer bei geöffnetem Fenster ein Buch lesen und dann mit dem übrigen beruhigenden Klang der Wellen einschlafen. Du stehst am Tonne schnacken ruhig. Du stehst ratschen schnacken ruhig. Hier. Wir geben dir den Rabatt für Einheimische. Bereich. Okay.
Das Hibiskus-Holz. Mm-hmm.